Ja Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video und meinem allerersten Spooktober-Video. Ja, es kann endlich losgehen mit dem Countdown. Ich hoffe, ihr seid am Start, denn ich habe mir jetzt direkt zum Anfang was richtig Nices überlegt. Und zwar werde ich meine BFF überraschen. Ja, momentan haben wir verlängertes Wochenende quasi, also Feiertag steht an. Und da dachte ich mir, nutze ich das direkt einfach mal aus, weil da hat sie auf jeden Fall Zeit, und fliege mit ihr irgendwo hin. Das ist quasi das Einzige, was sie weiß, mehr nicht. Also sie weiß, dass wir uns am Flughafen treffen, sie weiß, dass sie einen Koffer packen sollte, und sie weiß, dass ich ihren Perso brauchte, denn ich musste den Flug buchen, Leute. Aber sie weiß nicht, wohin es geht und was ich mit ihr vorhabe. Also es wird voll die Überraschung werden. Ich hoffe, sie freut sich, denn es geht nach Paris, Leute. Ja, die Stadt der Liebe. Sehr romantisch. Becky ist super romantisch unterwegs hier. Auf jeden Fall werden wir auch zusammen ins Disneyland gehen. Dort war sie noch nie, im Disneyland Paris. Also ich hoffe, darüber freut sie sich auch, weil das wird die nächste Überraschung sein. Und da wird auf jeden Fall auch Halloween am Start sein. Also es wird richtig spooky und cool. Ich habe mich schon informiert. Ich habe alles möglich geplant. Aber wir haben auch ein paar Special Guests. Von denen weiß sie nichts. Und zwar die drei hier. Die kommen mit. Ja, ob sie sich darüber freuen wird? Ich glaube nicht. Aber egal. Damit muss sie leben, Leute. Ihr habt nämlich gemeint, ich soll mit denen mal eine Nacht verbringen. Also das wird auf jeden Fall auch gemacht. Aber die drei kommen mit mir. Hofft für mich, dass die mir nichts Böses wollen. Oh, die sehen so gruselig aus, ich aber Angst. Lan hasst ja eigentlich normalerweise auch verfluchte Puppen. Also es wird ein super Trip für sie. Aber egal, da muss sie jetzt durch mit mir zusammen, weil ich habe keine Lust mehr, alleine mit denen eine Nacht zu verbringen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf Spooktober und so richtig bereit seid für Halloween, euch auf Spooky Season freut. Finden wir 15.000 von euch. Bin mal gespannt. Und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr so richtig Bock habt auf Halloween Challenges. Ich würde jetzt nicht so viel labern. Ich muss jetzt gleich ab zum Flughafen. Schreibt mir gerne eure Spooky Stories wieder, passend zum 1. Oktober, in die Kommentare. Und ich würde sagen, let's go. Oh mein Gott, Leute, guckt mal, wer da kommt. Und sie weiß von nichts. Ich bin mal gespannt auf ihre Reaktion. Hallo, Lan. Und? Bist du schon gespannt, wohin es geht? Ja. Ja, mal gucken, ob Lan errät, wohin es geht. Ey, das reibt sich. Das haben wir zur Auswahl. Ganz oben, Madrid. Nein. Madrid, Alter, das heißt doch Madrid, oder? Ach so, ja. Ist das außerhalb von Deutschland? Drei Chancen. Das ist nicht in Deutschland, Lan. Ah, warte, London. Nein, auch wieder falsch. Letzte Chance, Lan. Letzte Chance. Oh, das ist vorbei. Paris. What? Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Ich war noch nie in Paris, Leute. Wenn das nicht danach schreit, dass es mega cool wird, dann weiß ich auch nicht. Und Lan, es geht sogar ins Disneyland. Oh mein Gott. Und ich habe verfluchte Puppen mitgenommen. In meiner Tasche. Ah, cool. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ganz schnell durch die Sicherheitskontrolle. Und dann geht's ab nach Paris, Leute. Ich bin so aufgeregt. Wo ist Lan? Hä? Oh, da bist du. Ich habe sie gerade gar nicht hinter mir gesehen. Ich glaube, wir schaffen es aber, weil bei der Sicherheitskontrolle ist zum Glück nicht so viel los. Ich hätte jetzt gedacht, es ist mehr los, aber schaffen wir schon, Lan. Ja. Mit den verfluchten Puppen. Ab geht's in den Flieger. Ich hoffe, es geht alles gut. So, endlich durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Und jetzt heißt es erstmal nach Frankfurt fliegen, weil da müssen wir einmal umsteigen. Also es ist nicht direkt bis Paris, Leute. Aber, ups, nicht London. Der fliegt ab da. A17, da müssen wir jetzt hin. Aber es ist nicht so weit weg. Okay, los geht's. Freust dich schon auf Croissant? Ja, ich freue mich richtig schon. Du musst mich immer so nah rein. Ich glaube, ich habe unnötig Panik geschoben. Jetzt chillen wir erstmal eine Runde und laden noch ein bisschen unsere Handys auf. Und ja, dann geht's los. Hier, Lan, ich habe das perfekte Auto für dich gefunden. Sorry, ich glaube, wir dürfen damit nicht fahren. Ich weiß zwar nicht, was da drunter eine Chipstüte zu suchen hat, aber egal. Kannst du gerne essen. Ew, nein. Freust du dich schon? Ja, ich sowieso. Ich hoffe, du auch. Mhm. Wir, wenn nicht. Disneyland wird so nice. Vor allem da ist auch Halloween-Zeug. Also es wird richtig cool und richtig spooky. Und ich überlege noch, ob ich meine Annabelle-Puppen mitnehme. Ich habe drei Annabelle-Puppen mit, Lan. Oh mein Gott. Ja. Dazu. Die kommen mit. Die haben wir adoptiert. Du musst die Nacht mit mir verbringen mit denen. In Paris. Very romantic. Richtig schön. Lan hat Angst, das weiß ich jetzt schon. Lan ist Mutter geworden. Ja, guck mich an. Geh doch weg hier. Du kannst ja neben ihr sitzen. Lan hat eine neue beste Freundin gefunden, Annabelle. Mhm. Wie du sie auf Ernst so auf dem Schoß hast, wie so ein Kind. Kann sie dir auch gerne übergeben. Warte, ich habe noch mehr in der Tasche. Moment. Das ist ein
Weißt du das? Wenn ihr denkt, ich sei unnormal. Ich bin's auch. Muss man nicht nur denken, ich bin's auch. Hier seht ihr. Moment, Lade, ich habe noch eine für dich. Oh. Die ist ja noch schlimmer aus. Sieht doch voll sympathisch aus, Lade. Zu Tiana-Pay-Familie. Ich könnte gleich die Mutter sein von mir. Meinst du, die lassen uns so ins Flugzeug? Bestimmt, oder? Muss man vorstellen, so ziehen wir den Koffer durch den Flughafen. Die denken überhaupt nichts Komisches. Obwohl, dürfen wir uns über die lustig machen, Lan? Ich weiß ja nicht, ne? Ich glaube, ist gar nicht gut. Wir müssen eine Nacht mit denen verbringen, Lan. Was? Du auch, du mit. Willst du die nicht wieder haben? Nee, du kannst sie auch ruhig tragen, Lan. Vielleicht hätte ich dir so eine Babytrage holen sollen. Da hast du drei Puppen drin. So ekelhaft. Ja, wir werden noch ein bisschen Spaß haben mit Annabelle. Und dann sehen wir uns nachher, wenn es zum Boarding geht. Juhu, gib weg damit. Los geht's. Boarding geht endlich los. Lan hat übrigens auch Flugangst. Also, ja, war eine wundervolle Idee von mir. Aber Lan bekommt doch immer so extreme Ohrenschmerzen. Hat das jemand von euch auch? Hat jemand Tipps dann immer her damit, außer diese Ohrstöpsel? Aber ansonsten, vielleicht hat hier jemand den ultimativen Tipp dagegen. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas mit den Annabelle-Puppen zu tun hat, aber wir stecken hier gerade in Frankfurt fest. Und jetzt ist die Frage, können wir mitfliegen oder nicht? Keine Ahnung. Leute, ja, die wollen 20 Leute hier lassen, weil, keine Ahnung, die wollen zwar dann... Ja, Annabelles Idee. Die wollen zwar Hotel und so weiter bezahlen für einen, falls man hier festhängt, aber trotzdem, wie seltsam ist es, sowas hatte ich noch nie. Und jetzt gerade, wo ich die Annabelle-Puppen mit habe... Zufahren? Ich glaube nicht. Sehr spooky, Leute. Also wir sind der festen Überzeugung, irgendwas hat das mit Annabelle zu tun. Weil die Dinger sind verflucht, Leute. Ich sag's euch. Hoffentlich sind wir nicht unter den 20 Leuten, die hier bleiben müssen. Ich hoffe es nicht. Also Leute, Daumen drücken, dass wir es schaffen. Ansonsten wird's spooky im Hotel mit den Annabelle-Puppen. Alter, wie du guckst, so einfach sprachlos. Voucher compensation of 250 euros for each passenger volunteer that will pay the hotel. If you are interested, 13 passengers due to a aircraft change. 13 noch? Es hat sich keiner gemeldet. So richtig. Das Flugzeug wurde verkleinert. Das Flugzeug davor ist kaputt gegangen. Wir haben jetzt eine kleinere Version. Somit haben 13 Gäste kaputt gegangen. Ich glaube. Hilfe! Ich sag's euch, Leute, Annabelle hat was damit zu tun. Kaputt gegangen. Noch schlimmer. Los geht's! Und jetzt müssen wir uns angeblich beeilen, weil ansonsten kann der Pilot nicht mehr fliegen, Leute. Ja, so sieht's aus. Oh mein Gott, das ist nicht so hell. Ich weiß gar nicht, wie spät wir eigentlich in Paris ankommen, aber egal, es wird ein Trip, Leute. Zeit für ein Familienfoto. Leute, wir haben es geschafft. Wir sitzen jetzt drin. Wenn die sich alle beeilen, alles einzupacken, dann schaffen wir das. Ansonsten müssen wir wieder aussteigen. Wäre ein bisschen blöd, ne? Aber ich glaube fest daran, dass wir es irgendwie schaffen. Nur wir müssen es irgendwie vom Flughafen dann zur Unterkunft schaffen. Das ist dann das nächste Problem, weil es dann deutlich später ist. Aber kriegen wir wohl irgendwie hin. Aber ich hoffe, wir landen sicher und wirklich dann in Paris mit Annabelle zum Eiffelturm. Oh, Leute. Oh mein Gott. Sie ist schuld. Sie ist schuld. Vielleicht passiert wieder irgendwas, weil du sie gehauen hast. Nein, es tut mir leid, Annabelle. Du schönes Kind. Guck mal, wie sie dich ankommt. Also, die wird uns doch diese Nacht bestrafen, ich sag's euch. Vielleicht sollten wir ihre Haare mal bürsten. Was ist, wenn wir sie umstylen? Also, bevor ich sie am Ende in den Müll werfe, Leute, weil sie mit Sicherheit verflucht ist, werde ich sie nochmal umstylen. Wir machen auch noch ihre Nägel. Ihre Nails. Die kann man auch noch lackieren. Alter, was labern die einfach nur noch? In Paris angekommen. Wir haben es endlich geschafft. Ich bin sowas von froh. Jetzt heißt es nur noch zur Unterkunft kommen irgendwie. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen, weil was war das denn?
Weil jetzt müssen wir uns entweder ein Taxi besorgen oder ein Uber oder sowas. Weil sonst wird es ein bisschen schwierig, weil ich sehe jetzt keine Busse hier. Und ich glaube, das wird auch sonst ein bisschen zu kompliziert. Was schleicht Lan hier die ganze Zeit rum? Auf jeden Fall, ja, müssen wir jetzt irgendwie schauen, dorthin zu kommen. Und dann endlich geschafft. Also so richtig endlich geschafft. Boah, Mann. Sieht richtig müde aus. Ja. Wir sind auch richtig müde. Ich falle gleich so ins Bett. Ich sag's euch, Leute. Lan, da oben steht Disneyland. Wir können auch einfach ins Disneyland fahren. Wir fahren gar nicht zur Unterkunft. Wir schlafen einfach bei Mickey. Wir schlafen vor dem Schloss. Yay. So, Leute, endlich sind wir angekommen. Endlich. Es dauerte echt ziemlich lange. Fliegende Annabelle hier am Start. Ew. Lan liegt schon im Bett, sie ist schon fertig. Ich muss mich noch ein bisschen, ja, abschminken, Zähne putzen und so. Aber ansonsten habe ich mich schon in meinen Pyjama geworfen, mein 3-Nachts-Pyjama. Passend, perfekt zu den Annabelle-Puppen hier, die sowas von verflucht sind. Das ist nicht mehr normal. Also ehrlich jetzt, das, was heute passiert ist, war so unnormal. Wir hatten zweimal Angst, dass wir nicht es hierher schaffen nach Paris. Aber wir haben es doch noch geschafft. Aber ja, es stand auf der Kippe. Erst einmal, weil die 20 Leute gesucht haben, die irgendwie den nächsten Tag lieber fliegen wollen. Dann war es noch nicht ganz so sicher, ob die überhaupt 20 Leute finden. Dann hieß es 13 und dann blieb es irgendwie hängen. Keine Ahnung. Also ja, wir hatten Angst, dass die vielleicht einfach, ja, irgendwelche Leute raussuchen und die dann, ja, morgen fliegen müssen. Dann hatten die noch gesagt, dass das der letzte Flug ist und die mussten irgendwie Gepäck wieder rausholen und so weiter. Es hat sich voll verzögert, sodass der Pilot meinte, er weiß nicht, ob er noch fliegen kann, weil er darf nur eine 12-Stunden-Schicht machen und die sei eigentlich fast rum und danach dürfte er sonst nicht fliegen. Also es hätte auch sein können, dass alle hätten aussteigen müssen, aber ich hoffe, die nächsten Tage gehen nicht schief mit diesen ekligen Annabelle-Puppen hier. Meint ihr auch, es hat was mit den Annabelle-Puppen zu tun? Der macht mir jetzt ein paar Geister-Emojis in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Es wird richtig Halloween-mäßig. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin, ich habe euch so, so da lieb.